war ein sehr anstrengendes Spiel. Die sind sehr hinten tief gestanden, war schwer zum Spielen. Wir haben aber auch nicht allzu sehr die Bälle in die Box gebracht, deswegen haben wir uns schwer getan am Anfang. Aber ich finde, mit der Zeit haben wir es gut runtergespielt, gut unter die Zeit gebracht und glücklich über den Sieg und über mein Tor. Ja, drei Punkte, die gut tun. Ich denke, man hat gesehen, es ist uns sehr, sehr schwer gefallen, gegen einen tiefstehenden Gegner da Chancen zu kreieren. Da haben wir einfach gewusst, vor dem Spiel schon, einfach, da müssen wir geduldig bleiben, mehr ja, dann unseren Stempel dann dem Spiel aufdrücken. Das ist uns in Phasen gelungen, in vielen Phasen dann auch nicht. Dann war es ein ruhender Ball, ein direkter Freistoß von David, der den super reingehaut hat, ganz, ganz wichtig für uns. Und das war dann die spielentscheidende Szene. Kompliment an die Mannschaft insofern, dass sie es geschafft hat, wenig zuzulassen. Der Gegner hat eine Chance gehabt. Also da ist auch wichtig, immer konzentriert zu bleiben, auch was die zweite Bälle betrifft, Zweikampfsituationen betrifft, hat das die Mannschaft richtig gut gemacht. Dass im Ballbesitz heute nicht das war, was wir in der Saison jetzt halt schon gezeigt haben oder im Frühjahr gezeigt haben, denke ich, haben wir auch gesehen und wissen wir, dass wir besser können. Aber ja, Ziel war heute drei Punkte mitzunehmen. Wir haben zu null gespielt, wir haben die drei Punkte mitgenommen. Ja, das haben wir geschafft heute. Ja, es ist immer schön, dem Team zu helfen und einen Sieg einzufahren. Also ich fühle mich immer super nach dem. Solange wir gewinnen, ist alles wurscht, aber wenn man das eigene Tor macht, dann ist es noch umso schöner. Ja, wie auch immer dann, ob dreckig oder nicht dreckig das Spiel, das müssen andere beurteilen. Es war, ich kann mich nur an die Aussage von einem Spieler erinnern nach dem Spiel, er hat gemeint, das sind die richtigen Spiele, nämlich ja, wo man als Favorit reingeht ins Spiel, wo jeder eh schon vor dem Spiel weiß, wer gewinnt und dass das dann nicht so einfach ist, glaube ich, hat man auch heute gesehen. Trotzdem, die Mannschaft hat das gut gemacht, hat das angenommen, ist ruhig geblieben, geduldig geblieben, hat auf die eine Situation gewartet und da waren wir dann da. Ja, also ich finde, wir müssen einfach weitermachen und immer unser Bestes geben, 100% geben. So wie heute, vielleicht ist es nicht unser bestes Spiel gewesen, aber wir müssen immer drüber gehen, kämpfen, laufen, das ist das Wichtigste einmal. Und wenn wir das machen, dann kann es weit gehen. Definitiv, also ich denke, man sieht auch, die Mannschaft ist weiter, kann man nur erinnern, das Spiel auswärts in Kapfenberg, ähnlicher Spielverlauf, 0-0 lange, dann auch David Butschka mit einem direkten Freistoßtor und keine Minute später stand es 1-1 und da denke ich, sieht man, dass die Mannschaft ja eine Entwicklung genommen hat, dass man in den Phasen, die auch heute richtig schwer waren nach dem Gegentor, also nach dem Gegentor für Dornbirn, dass wir einfach da bei uns bleiben, bei unserer Spielidee bleiben, kompakt bleiben, wenig zulassen, das ist der Mannschaft gelungen und von dem her, denke ich, gehen dann auch verdient die drei Punkte zu uns, bleiben in der Südstadt, aber ich denke, wir wissen, dass wir mehr drauf haben, das nehmen wir uns für die nächsten Runden definitiv vor.